Hi Leute und willkommen zu dem neuen Video. Ihr seht, beim letzten Mal wurden wir zu einer Ostseemacht und haben die schwedische Küste erobert. Genau. Und da spielen wir jetzt weiter. Ich habe noch keine Ideen. Vielleicht werde ich Polen angreifen oder Österreich und die Schweiz. Mal sehen. Also auf jeden Fall Sorry Leute. Also, ich muss die hier, jetzt fällt mir das Wort dafür, integrieren, das war's. Sorry dafür. Aber egal, auf jeden Fall, ich guck mal, Südkorea mag mich nicht, ich mag das ist mir egal. Tunesien mag mich anscheinend auch nicht. Okay, ich muss mich auf einen möglichen Angriff von Frankreich oder Tschechien bereit machen, denn die beiden Länder mögen mich ziemlich nicht. Das war kein richtiger Satz. Ach egal, nächste Runde. Wir haben es gerade März 2021. In echt haben wir es Mai, also. Es ist ziemlich nah bei der Realität, würde ich sagen. Ein Krieg zwischen China und Indonesien ist also aufgebrochen. Indien und Indonesien. Sorry dafür. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer hier gewinnt, aber ich glaube Indien. Weil Indonesien sind ziemlich viele Inseln. Eigentlich haben sie hier noch was, aber das kann ich nicht sehen. In dem Spiel. Und ja, ich glaube, ich erzähle euch mal ein bisschen von meinen Plänen hier in dem Gameplay allgemein. Ich möchte auf jeden Fall hier Tschechien und Österreich erobern. Dann habe ich hier was. Tor zum Balkan. Dann könnte ich vielleicht ein paar Balkanländer zu meinen Satellitenstaaten machen. Dann werde ich hier noch Italien und Frankreich besiegen. Die Schweiz will ich auch noch. Und ich will die Benelux-Länder erobern. Bei Frankreich, das will ich komplett annektieren. Die Benelux-Länder auch. Bei Italien will ich mir nur den Norden nehmen, also ab den Provinzen hier. Und dann werde ich den Rest zu einem Satellit machen. Oder ich lasse es zweimal sehen. Und bei England habe ich, da weiß ich eigentlich noch gar nicht, was ich machen will. Vielleicht lasse ich hier Wales, Schottland und Nordirland gebe ich zu Irland. Ja, ich glaube, das mache ich. Und Skandinavien. Und allgemein der ganze Ostseeraum, da will ich definitiv dominieren, das tue ich ja auch. Russland muss ich irgendwann noch ausschalten, denn die Länder wie Russland, die USA und China, die könnten mir noch gefährlich werden. Deswegen will ich die irgendwann noch ausschalten. Und ich glaube, ich beginne in der heutigen Folge mit einem Angriff auf Österreich und die Schweiz. Ich bereite mich schon mal vor und integriere hier die Leute. Ich melde mich, wenn ich damit fertig bin. So, ich habe mich jetzt genug vorbereitet und alle Leute hier integriert. Dann kann es jetzt losgehen und aus irgendeinem Grund sind Italien und Spanien in einem Krieg gegeneinander. Okay, das soll uns jetzt nicht interessieren. Die Schweiz mag mich zwar, aber wir wollten ja, also ich wollte die Schweiz angreifen. Dafür stelle ich Ihnen jetzt ein Ultimatum. Natürlich lehnen Sie ab. Das bedeutet Krieg. Die Schweizer haben schon eine gute Gegenwehr geleistet. Hier werde ich auf Defensive spielen. Okay. Die Schweizer kämpfen um ihr Land. Aber ich glaube, sie werden mich nicht besiegen. Zumindest hoffe ich das. Jo. So leicht ist es. Ich habe gewonnen und Polen will durch mein Gebiet. Warum ist Polen im Krieg mit Italien? Warum ist Italien im Krieg mit Spanien, Marokko, Großbritannien und Polen? Aber nein, Polen, ihr dürft doch nicht einfach durch mein Land marschieren. Das kann ich euch nicht erlauben. Tut mir leid. Obwohl, für 4.000 Euro mache ich es gern. Okay, ich würde mal sagen, ich nehme ein Land. Und das war zwar ziemlich verlustreich, aber es hat geklappt.
Und jetzt schickt Polen keine Truppen durch mein Land. Wollt ihr jetzt Truppen durch mein Land schicken oder nicht? Ernsthaft? Egal, das soll uns aber nicht stören. Ich integriere hier mal ein paar Leute und bereite mich auf den Angriff auf Österreich vor. Ich melde mich, wenn ich damit fertig bin. So, ich bin jetzt fertig damit. Und jetzt werde ich den Österreichern genau dasselbe Ultimatum stellen. Wie immer, wenn sie annehmen, ist es gut für mich. Wenn sie ablehnen, gibt es Krieg. Der wird dann aber auch besser für mich ausgehen, wahrscheinlich. Und das ist Krieg. Aber die Österreicher haben keine Chance. Ja, die haben keine Chance. Ich überrenne und sorry, weil ich mich die ganze Zeit räusper. Oh mein Gott, wie haben die so viel? Junge, was ist das für eine Scheiße? Wie können die so viel haben? Wie können die so viele Truppen haben? Aber egal. Wir haben zurückerobert. Und weiter mit dem Vormarsch. Sorry. Nein. Was? Junge! Wie geht das? What the fuck? Das ist unmöglich. Junge, deswegen hasse ich dieses Spiel. Was ist los mit dieser Scheiße? Aber egal, sie können diese 5 Truppen nicht bewegen. Von daher. Easy. Hat ebenfalls noch 5. Wir haben rekrutiert anscheinend. Aber egal. Dafür annektiere ich sie kurz. Und yo. Jetzt sind wir ziemlich groß. Deswegen werde ich uns mal zum. Also werde ich. Okay, was habe ich gerade gemacht? Ich werde jetzt die Regierung von innen. Und jetzt sind wir das Deutsche Kaiserreich oder German Empire. Ich feiere es. Naja, auf jeden Fall, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bereite mich jetzt auf einen tschechischen Angriff vor. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!